Hallo und willkommen zur nächsten Folge Star Wars Knights of the Old Republic 2. Wer hätte es gedacht? Darf ich jetzt eigentlich auch hier rein? Nein. Okay, ich weiß trotzdem noch nicht, wie ich weiterkomme hier. Ich denke, das sollten wir uns alle anhören. Okay, jetzt kommt plötzlich was. Einverstanden, wir kennen selber noch zurück. Der Droide hat die Nachricht empfangen. Er kann sie jetzt abspielen. Ja, komm, ich bedauere, dass die Nachricht so lange braucht, um euch zu erreichen. Aber ich weiß, als kurz auf Anwesenheit auf Nascha da. Ich bin Biscuits, Repräsentant des Netzwerks. Fernes Interessen, hier auf dem Schmugglermond. Ich möchte euch einladen, mich in meiner Privatlounge im Jacktag-Tar zu treffen. Dort können wir uns ohne Störung unterhalten. Ich möchte ein Thema von gemeinsam. Ist das keine Falle? Wovon redet ihr? Das ist ganz offensichtlich eine Falle. Da stand zwar gerade komplett andere Texte da unten, aber auch egal. Zum Glück ist das keine Falle. Vielleicht ist es eine Falle. Aber Fallen lassen sich umkehren. Dieser Viskis. Von Leuten wie ihm wimmelt es in den unteren Gebieten von Nar Shaddaa. Vielleicht hat er Informationen für uns. Vielleicht ist es eine Falle. Aber Fallen lassen sich umkehren. Dieser Viskis. Von Leuten wie ihm wimmelt es in den unteren Gebieten von Nar Shaddaa. Vielleicht hat er Informationen für uns. Aber die Entscheidung liegt bei euch. Wenn ihr geht, müsst ihr alleine gehen. Okay, ich werde zu ihm gehen. Also ich würde ihn nicht warten lassen. Wenn er auf dich aufmerksam geworden ist, dann sicher auch noch ein paar andere. Also alles klar, ich weiß nicht genau, wie wir das jetzt geschafft haben, aber jetzt plötzlich geht die Quest weiter. Ich weiß nicht, ob man einfach nur irgendwie genug Quests machen muss zwischendrin oder ob man einfach nur eine Zeit hier warten muss. Weil jetzt geht's auf einmal weiter. Aber ich will mich jetzt mal nicht beschweren. Hauptsache es geht wieder. So. Machen wir erst noch wieder Speedbuff rein und dann gehen wir direkt zu der Lounge. Ich weiß ja mittlerweile, wo die ist. Wobei wir jetzt schon zweimal unnötig drin. Vielleicht habe ich sie auch das zweite Mal rausgeschnitten. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das nachher am Ende schneide, dass nachher nicht zu viel unnötiger Kram drin bleibt im Video. Oh. Hey, ich wollte nur sagen, sei vorsichtig. Falls was passiert, kann ich dich über den Comlink nicht erreichen. Und ich verwette meinen Arsch, dass dieser Schleimbeutel das weiß. Ich werde mich vorsehen, Etten. Hier, nimm ein paar Gegengiftampullen mit. Wenn dein Anzug beschädigt wird, musst du sie dir injizieren, sonst platzen deine Lungen. Glaub mir, wenn deine Lungen zusammenfallen, bist du erledigt. Das ist beunruhigend, in Ordnung, vielen Dank. Pass auf dich auf und beeil dich. Ich halte hier die Stellung, bis du wiederkommst. Und ich weiß auch schon, wo. In unserem Schiff, ne? Okay. Du bist also der große Jedi, über den alle reden. Du siehst gar nicht so hart aus. Ich dachte, die Jedi wären so klug und doch läufst du hier auf Nar Shaddaa herum und steckst dein Laserschwert in die Angelegenheiten anderer Leute. Was, wolltest du etwa jeden auf diesem Mond retten? Du ziehst mehr Aufmerksamkeit auf dich als eine Flotte Sith-Kriegsschiffe. Wer seid ihr? Ich bin Mira. Ich bin die beste Kopfgeldjägerin dieses Systems. Und das ist nicht gelogen. Ich habe dich seit deiner Landung im Auge. Ich habe dich beobachtet, wie du wie ein Banter durch den Flüchtlingssektor gelaufen bist. Für jemanden, auf dessen Kopf ein Preis ausgesetzt ist, fällst du ganz schön auf. Ich weiß, dass dich dieser Schleimbeutel Viskis gebeten hat, ihn im Yak-Yak-Tar zu treffen. Er arbeitet für Goto und das ist eine Falle. Ich wette, dass er dich hierher lockt. Dann fängt er einen Kampf an, wickelt dich ein und liefert dich an Goto. Natürlich tot, weil du ihn angeblich angegriffen hast. Und? Was habt ihr damit am Hut? Nur so viel. Ich weiß von deinem Treffen mit Viskis. Wenn ich davon weiß, dann weiß es auch jeder andere auf diesem Mond. Oder wird es bald wissen. Wenn das geschieht, ist die Waffenruhe der Kopfgeldjäger vorbei. Und dann wird es hier sehr schnell, sehr ungemütlich. Ach, lass sie schon kommen. Ich hab's so lange überlebt. Ich denke nicht, dass du verstehst. Sie werden nicht auf dich losgehen. Deine Freunde sind diejenigen, die in Gefahr sind. Oh, shit. Okay, das ist sicher besser, als auf dem Schiff zu bleiben. Ein paar Drinks, um nicht einzuschlafen. Ein paar Runden per Sarg, um meinen Geist wach zu halten. So kann ich Ärger vermeiden, bis unser furchtloser Anführer alles geregelt hat. Eine Runde Juma, bitte. Bis ich Stopp sage. Tja, auf dem Schiff zu bleiben war wohl doch eine dumme Idee.
Also, wie heißt ihr gleich nochmal? Arbeitet ihr beiden hier? Wir sind Tänzerin, ja. Slavin waren wir, aber das ist vorbei. Echt? Was ist denn mit eurem Meister? Er wurde gestorben. Wir dienen niemanden außer uns selbst. Und uns natürlich. Sag, was führt euch auf den Schmuggler wohnt? Sucht ihr vielleicht jemanden, uns vielleicht? Nein, ich bin hier, um jemanden zu beschützen. Ich soll die ganzen Leute ablenken, die hinter ihm her sind. Wie bitte? Ah, er hat uns für den Killer, richtig? Wir sind keine Killer. Killer töten für Geld. Das tun wir nicht. Wir wollen nur den Verbanden. Ergebt euch, oder wir töten euch und suchen uns einen anderen Köder. Warum versucht ihr beiden Schutters es nicht einfach? Mal sehen, was passiert. Wenn euer Wunsch ist, werden wir euch eben töten. Wir haben lange nicht mehr getötet. Oh Gott. Was? Wie soll ich das denn schaffen? Was? Wie soll ich das denn schaffen? Okay, ich glaube, ich versuche gleich nochmal, indem ich direkt am Anfang den Energieschild starte. Ich weiß nicht, wie ich das sonst schaffen soll. Das ist doch nicht möglich. Wie soll ich das denn schaffen mit dem blöden Typen hier? Der hat doch nicht mal Ausrüstung. Vielleicht müsste ich den mal ein bisschen besser ausrüsten. Machen wir mal Pause und gehen jetzt mal hier rein. Das hier zum Beispiel. Gebe ich dir auch mal diesen Mando-Kampfanzug. Vielleicht hat das ja so besser. Speichern. Wie oft heizt es sich denn hoch? Das geht doch gar nicht. Oh, jetzt geht das wieder los. Jetzt fängt das Spiel wieder an, so auf einmal richtig schwer zu sein. Gut, dann machen wir das jetzt anders. Upsala. So, mir ist zu doof jetzt hier. Jetzt fragt zwar der Spiel, der Kampf wieder rum, das ist mir jetzt egal. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ich muss jetzt wahrscheinlich so rauskommen, weil irgendwie klappt das mit der Unsichtbarkeit nicht. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Jetzt triff doch bitte mal ein paar Mal. Die Tussen heizt sich doch viel zu schnell wieder hoch. Oder muss ich hier so eine blöde Granate nutzen? Jetzt stirb endlich, Mann! Oder Frau. So. Ist jetzt egal, ich speichere jetzt trotzdem. Auch wenn das jetzt ein bisschen gecheatet war, ich weiß es, aber ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Warum kann ich das nicht stacken, verdammte Kacke? No, no, no.
Yes. Tja, das war's. Der Waffenstillstand der Kopfgeldjäger ist vorbei. Ich fürchte, hier gibt's gleich mächtigen Ärger. Ich muss zurück zum Schiff und die anderen warnen. Ja, toll. Ich weiß nicht, warum ein Jedi hierher kommen sollte. Auf diesem Mond sind so viele Störgeräusche. Natürlich. Dadurch lässt sich ein Jedi nur schwer orten. Aber an einem Ort zu sein, an dem man in der Macht ertrinkt? Warum sollte ein Jedi das wollen? Eine einfache Frage, auf die ich mit einer Gegenfrage antworte. Warum sollte sich ein Jedi verstecken wollen? Hey, wir müssen los. Wovon redet ihr? Was ist los? Der Waffenstillstand der Kopfgeldjäger von Nar Shaddaa ist vorbei. Es wird Krieg geben. Eine Falle im Yek-Yek-Tar ist schon schlimm genug. Aber von 100 Kopfgeldjägern gejagt zu werden, ist wirklich lästig. Er sollte alleine kommen. Wir dürfen ihr Treffen nicht stören, bis der Außerirdische gesagt hat, was er weiß. Hey, wir müssen weiter. Sie sind hinter uns her, nicht hinter den Verbannten. Wenn sie hinter uns her sind, haben sie es auch auf ihn abgesehen. Wir müssen ihn retten. Ja, ihr habt recht. Aber wir stecken in größeren Schwierigkeiten als er. Oh, fuck. Ah, da, Flüchtlinge auf dem Landungsdeck. Habt ihr euch verlaufen? Oder vielleicht habt ihr euren kriminellen Jedi-Anführer verloren? Das ist wahrscheinlicher. Ein Asanti Zug, Anführer der Zug, sehr mächtigen Fähigkeiten. Sehr klug von euch, mir zu sagen, wo der kriminelle Jedi ist. Entsprechend rasch meine Geduld, nehme ich sehr begrenzt. Was brabbelt der Typ da? Ich habe nur sehr verstanden. Ich glaube, er wollte, dass wir den General seiner jämmerlichen Bande von Kopfgeldjägern überlassen. Ah, das würde einiges erklären. Welchen wollt ihr? Ich nehme den Dummkopf, der uns bedrohte, anstatt uns zu erschießen, als er die Gelegenheit dazu hatte. Das ist eines meiner Verstecke. Nicht gerade hübsch anzusehen, aber hier fällt man nicht auf. Es hat jedenfalls einen sehr starken Eigengeruch. Tja, das ist ein Tauschgeschäft. Diese ganzen Frachterabgase von den Docks werden von einigen ganz gern eingeatmet, ob du es glaubst oder nicht. Der Geruch scheint euch nicht viel auszumachen. Man kann sagen, dass ich mich daran gewöhnt habe. Dies ist Parfum verglichen mit dem Geruch an den restlichen Docks. Genug geredet, komm zum Punkt. Du weißt, dass dir Viskis im Yek-Yek-Tar eine Falle stellt. Dich erwartet dort keine Überraschung. Die Sache ist die, dass er die Kopfgeldjäger umgehen und dich direkt an Goto liefern will. Das ist von meinem Standpunkt aus gesehen nicht allzu clever. Was wollt ihr dagegen tun? Erstmal wirst du hier bleiben und ich treffe mich an deiner Stelle mit Viskis. Wie stellt euch das vor? Tja, dieser Geruch, den du bei deiner Ankunft bemerkt hast, der erfüllt jetzt wahrscheinlich schon deine Lungen. Ich habe die Dosis ein wenig erhöht, falls du ein Jedi-Giftresistenztraining hattest. Jeder, der nicht wie ich einen Geruchsblocker hat, wird sich jetzt schwindelig fühlen und schließlich bewusstlos werden. Gute Nacht, Jedi. Gib mir einfach den Raumanzug und ich bin bald zurück. Reicht die Gasmaske dafür nicht aus? So, der Verwandte hat sich endlich entschlossen, hierher zu kommen. Verlegt den Eingang der Jack-Tar. Öffnet den Sequenz der Privatkammer. Ich treffe den Menschen dort. Ich habe euch den Jedi gebracht. Wo ist Goto? Ihr werdet entschädigt werden, Hanha. Die Falle ist noch nicht zugeschnappt. Bis dahin muss ich euch um Geduld bitten. Okay, jetzt spielen wir also sie hier. Ich habe mal ganz kurz einmal den hier. So, und wir haben jetzt hier auch keine Probleme mit dem Atem. Das war ja vorher immer das Problem. Und jetzt denke ich mal, müssen wir da hinten hin. Sie hat übrigens die gleiche Stimme wie Kaleo, falls es euch nicht aufgefallen ist. Ich denke mal, es wird den meisten auch aufgefallen sein.
Okay, rein da. Ah, da seid ihr ja endlich. Bitte kommt herein, legt euren Anzug ab. Die Luft hier ist für euresgleichen verträglich. Eine Gastfreundschaft muss euch nicht erstaunen. Ich versichere euch, niemand wird euch Leid zufügen, solange ihr mein Gast seid und wir aufrichtig zueinander sind. Yeah. Du hast gute Augen, Hanhar. Kein Wunder, dass du auf Nar Shaddaa immer noch die Nummer 2 bist. Ganz ruhig, Hanhar. Es gibt keinen Grund, Gewalt anzuwenden. Würdet ihr vielleicht erklären, was ihr mit der Ehre eures Besuchs verschafft? Wo ich den Jedi finde? Ja, vielleicht möchtest du uns erklären, warum du Goto in den Rücken fällst und den Jedi selbst erledigen willst. Aber was für ein bemerkenswertes Beispiel menschlicher Arroganz. Ihr wisst längst nicht alles, was ich weiß. Andernfalls wärt ihr nicht hier. Erstens, Goto hat keine Ahnung, was in Jakta passiert. Das habe ich irgendwann zufällig bemerkt, seitdem unzählige Male verifiziert. Zweitens, ich arbeite nicht für Goto, nicht mehr. Heinhaar und Ham haben eine Vereinbarung, Goto loszuwerden. Und Voga dafür hat ein hübsches Süppchen anzuknüpfen. Du arbeitest für Fogger the Hutt? Viscus, du bist dümmer, als ich dachte. Das erfährt Goto doch todsicher. Es wäre durchaus möglich, aber es ist ein Risiko, dass ich einzugehen bereit bin. Wisst ihr, Voga ist langsam leid, dass Goto ständig seine Frachter entführt. Hör ich jetzt ein Wort auf, dann hat er weniger Gewicht. Dann muss es hier auf einer Stadt eine unendliche... Doch anstatt den Wurf einfach zu determinieren, hat er seine Wut beschlossen, die Quelle... Unglücklicherweise zeigt sich Goto nur selten in der Öffentlichkeit. Das hat Wogas Mitarbeiter Hanha bei der Versammlung auf Gotas Yacht auch gemerkt. Ständig nur Goto-Hologramme. Ständig. Aber ich denke, einem Jedi würde sich Goto offenbaren, wenn man das passiert. Werde ich zuschlagen. Dann sag bitte, wo der Jedi ist. Ich bin nicht in der Stimmung für lange Vorreden. Ja, stimmt. Ich sag dir nicht, wo der Jedi ist. Das ist mein Kopfgeld, also steht er unter meinem Schutz. Wie vorhersehbar. Gut, gut. Schafft sie weg. Ich fürchte, wir bekommen keinen Jedi. Was wird aus unserem Deal? Und meiner Bezahlung? Ah, gerade ganz ruhig. Die Jedi war unterwegs hierher, als er abgelenkt wurde. Wir müssen Geduld haben. Falls ein Jedi ist, wird er versuchen, sie zu befreien. Falls nicht, wird er kommen und sich mit ihr unterhalten. Irgendwie wird er uns schon einigen. Okay. Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Die Benommenheit, die ihr spürt, sollte bald von euch abfallen. Aber nicht, bevor wir uns unterhalten haben. Als ich zum ersten Mal hörte, dass ihr auf Nar Shaddaa seid, konnte ich es fast nicht glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass mich hier jemand finden könnte, aber ich habe euch wohl unterschätzt. Ich habe euch auf eurem Weg durch den Flüchtlingssektor beobachtet. Ich habe gesehen, was ihr getan habt, was ich nicht tun wollte. Sogar als Verbannter seid ihr ein besserer Jedi als ich. Jedenfalls solltet ihr wissen, dass ihr mich überzeugt habt, nicht länger tatenlos zuzusehen, während sich die Exchange dieses Sektors bemächtigt. Ich weiß, dass eine junge Frau Viscus an eurer Stelle treffen wollte. Er wird nicht mit ihr verhandeln. Er wird sie töten. Ich habe vor, sie zu retten. Ich komme bald wieder. Oder gar nicht. Wenn ihr auf diesen Mond gekommen seid, um Antworten zu finden, oder Rache, dann werdet ihr mir folgen. Denn wenn ich versage, bekommt ihr weder das eine noch das andere. Okay, neuer Quest-Eintrag. Gegenstand, Giftruine. Guck uns mal rein, du hast Seskai L. auf Nar Shaddaa getroffen. Allerdings hat Miras Gift eine Unterhaltung verhindert. Anscheinend musst du dich erst um Mira kümmern, bevor du ihn suchen kannst. Das heißt also, kurz gesagt, wir müssen jetzt hinterher in diese scheiß Lounge gehen. Und dieser Tussa dann helfen. Okay. Aber wir wissen ja, dass es halbwegs funktioniert mit der Maske hier. Da sollte das auch gehen. Wie diese anderen Zeitquests gehen, habe ich bisher immer noch nicht verstanden. Ja, vielleicht brauchen wir jetzt doch gar nicht mehr. Aber ich würde sagen, hier an der Stelle machen wir einfach mal ein Folgenpäuschen. Und dann nächste Folge machen wir dann weiter. Genau an dieser Stelle. Und gehen dann hier in die Bar und retten die Frau, wie auch immer sie hieß, die mit der Kalio-Stimme. Aber ich würde sagen, euch dann bereits Zeit und möge die Macht mit euch sein. Ciao.
Die Folge Star Wars Knights of the Old Republic 2 ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und wenn du in die Mitte klickst, kannst du meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Ciao.